Hey, schön, dass du hier draufgeklickt hast. Das ist die Kopfhörerversion unseres Halloween-Specials. Und wenn du hier draufgeklickt hast, dann wirst du jetzt alles in binauralem Audio hören. Das bedeutet, wenn ich jetzt zum Beispiel hier rüber gehe, dann hast du das Gefühl, dabei zu Ich sein. könnte allerdings auch von hier hinten sprechen. Dann klingt das mehr so, als wäre ich leicht hinter dir. Ich kann natürlich auch sehr nah rankommen und dann hast du wirklich das Gefühl, direkt neben mir zu stehen. Das Ganze funktioniert allerdings nur mit Kopfhörern. Wenn du also keine Kopfhörer hast, dann geh lieber wieder in den Podcast-Feed zurück und klick auf die Stereo-Version. Die funktioniert nämlich auch ohne Kopfhörer. Und jetzt viel Spaß bei unserem Halloween-Special. Hello, this is Michael Jackson. Keep Michaeling. Mitternachtsstunde steht kurz bevor. Es ist die Nacht von Halloween. So cool, also das könnte ich immer wieder gucken. Ja klar, ihr seid der King of Pop, Rock and... And Ghosts. Ach, warte mal. Ach, das kann ja nur Tim sein. Ja, vermutlich verspätet er sich. Wollt ihr gleich echt noch eine Podcast-Folge aufnehmen? Ja klar, nach dem Desaster vor ein paar Tagen, heute neuer Versuch. Mit Halloween-Vibes. Warte mal kurz. Hallo? Hallo, wer ist denn da? Hallo? Aufgelegt. Wer war das denn? Ich habe echt keine Ahnung. Aber ich find's nicht lustig. Wow. Oh, die Glühbirne. Guck da drüben, das war nur die Katze, die übers Klavier gesprungen ist. Oh Mann. Ist ja wie in einem Horrorfilm. Ganz ruhig. Das wird Tim sein. Ich gehe mal lieber mit zur Tür. Ja, okay, wenn du dich dadurch sicherer fühlst. Süßes oder saures? Na? Hi, Tim. Hello. Na, ihr seht mir ja begeistert aus. Ja, wohl eher ein wenig entgeistert. Okay, pass auf, ich habe eine kleine Überraschung für euch. Also für unseren Moontalk gleich. Hier draußen? Da bin ich ja mal gespannt. Wie geht's denn dir eigentlich? Hast du das Technikchaos von vor ein paar Tagen verdaut? Ja, nichts, was ich nicht schon erlebt hätte, ne? Nee, im Prinzip geht's mir gut. Alles gut soweit. Auf dem Weg hierhin bin ich allerdings an einem etwas seltsamen Kerl vorbeigekommen, der sah aus, als wäre er aus einem Gruselvideo entsprungen. Ah, das ist er wohl. Ja. Nee, Spaß beiseite. Aber es würde mich nicht wundern, wenn das wäre. Vielleicht war er auch nur auf dem Weg zu einer Halloween-Party. Och, na toll. Regen. Fehlen nur noch Spinnen und Drogen wie ein Moonwalker. Nee, doch nicht. Ah, guck mal, wer da kommt. Jenny und Hey, Jonas. ihr beiden. Hey. Hallo. Hallo Moin. zusammen. Ah, das ist also deine Überraschung. Tja,
Ich dachte nämlich, die dritte Halloween-Folge nach 2 Jahren Podcast könnte einen Roundtable gebrauchen. Mir ist ganz schön kalt. Lass uns jetzt mal reingehen. Ja, okay. Hereinspaziert. Ist hier irgendwas von Matthias? Wieso? Hast du den auch eingeladen? Ja. Warte mal, ich rufe den jetzt mal an. Ja. Ja, gute Idee. Aber schalt den Verstärker ein. Wird gemacht. Mal sehen. Hallo? Hallo, Matthias? Kai? Ja? Wo bleibst du denn? Hier, Leute. Ja? Ich weiß, ihr wartet. Ich weiß, ich wollte schon längst bei euch sein, aber ich bin hier in somewhere else. Mhm. Okay. Boah, hier ist ein Wahnsinnsclub. Oh, Party, Pop, Rock, ja. Soul, Halloween. Mhm. Oh, ja, Matthias. Ihr müsst unbedingt herkommen. Das ist ja, Moment, was ist das? Matthias? 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 Hallo? Matthias? Hallo? Matthias? Was war das denn? Weggesagt. Jetzt bin ich aber maximal verwirrt. Hm. Aber spannend klingt das irgendwie schon, oder? Mhm. Also diesen Club sollten wir aufsuchen. Hm. Somewhere else. Ja, genau. Ist nicht weit. Ja, dann nichts wie hin. Just witnessed could be the end of a particularly terrifying nightmare. It isn't. It's the beginning, 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 beginning. Ein schlossartiges Gebäude prangt vor einer wolkenverhangenen Kulisse, nur schaurig schwach beleuchtet von einem geisterhaften Vollmond. Kniehohe Nebelschwaden bedecken den Weg zum bedrohlich wirkenden Anwesen. Eine gespenstische Stille umhüllt die Szenerie, lediglich von Regen und Donnergrollen unheilvoll belebt. Regen. Okay, anscheinend sind wir da. In somewhere else. Sieht nur nicht wirklich nach Party aus. Scheint alles verlassen. Mhm. Niemand da. Hey! Wer seid ihr? Was macht ihr denn hier? Also wir sind die Michael Jackson Podcast Family. Und wir suchen ein Crewmitglied und vielleicht haben sie ihn ja gesehen? Ich habe hier niemanden gesehen. Außer euch. Und ihr seid anders. Ihr seid fremd. Und ich mag euch nicht. Ja, da haben wir ja was gemeinsam. Wer oder was sind Sie eigentlich? Der Hausverwalter? Ich bin nicht wie die anderen Typen. Natürlich nicht. Vermutlich können wir Sie deshalb nicht leiden. Nein, nein. Ich bin anders. Ist alles okay? Hallo? Haut ab! Weg, weg, weg! Los, Leute, lasst uns verschwinden! Flieht, ihr Narren! Thank you.
Krieg ist nicht abgeschlossen. Also, dass es drin besser wird, wage ich zu bezweifeln. Alter Schwede, was für eine Halle. Du Scheiße. Matthias, hör auf damit, das ist nicht lustig. Ich glaube nicht, dass das Matthias war. Warum sollte er denn unbedingt hier drin sein? Also, das erinnert schon so ein bisschen an so ein Michael-typisches Spukhaus. Aber die Wände erinnern mich an das Cover von Off the Wall. Übrigens, Leute, mein Lieblingsalbum. Mhm. Welches Album? Na, Off the Wall. Wow, was? Was ist das? Ach du meine Güte, Pia, du scheinst eine Art Passwort ausgesprochen zu haben. Ich würde es eher Zauberwort nennen. Alter, was kommt da aus dem Boden gefahren? Eine Jukebox und eine Schrankwand mit unzähligen Schallplatten. Sieht aus wie eine gigantische Sammlung Kai, bleib hier. Nicht bewegen. Wow. Huch, da ist wohl eine Alarmanlage ausgelöst worden. Aber cooler Sound. Hey, da sind aber ein paar wahnsinnig seltene Stücke in dieser Sammlung. Seht mal hier, diese Pressung von Thriller. Ich hab schon ein ganz mieses Gefühl, Leute. Okay, das ist mal wirklich Thriller 3D. Ganz mieses Gefühl. Ah, da kommen Skelette auf uns zu. Und durch die vielen Spiegel an den Wänden wirken die viel mehr, als sie eigentlich sind. Stimmt. Ich glaube, das sind so 40 Stück, also 40. Sind sie. Okay, weiß ja nicht, was ihr jetzt macht, aber die Jukebox bringt mich jetzt mal wirklich auf eine Idee. Warte mal, hab ich denn da? Das probier ich mal aus, warte mal. Ich bitte um Aufmerksamkeit, meine Damen und Herren. Ja, jetzt mach. So, guck mal hier jetzt. Ja. So, pass auf, check das. Und? Wow. Ha? Yes. Habt ihr gesehen, was das für ein Münzwurf war? Also Michael wäre stolz. War ja klar, Tim. Irgendwie, selbst in den unpassendsten Augenblicken, kommst du immer zu bad. Erst sind die Skelette verschwunden und jetzt verändert sich auch noch das Licht. Das kommt von den Spiegeln. Es sind nun Bildschirme. Auf jedem ist ein anderer Kurzfilm von Michael zu sehen. Krasses Teil. Habt ihr das gesehen? Auf diesem hier läuft die letzte Live-Performance von Michael's Dangerous. Ach du Schande! Alter, krass. Leute, sind die Spiegel gerade wirklich zersprungen? Na toll. Und jetzt ist das Licht aus. Total dunkel hier. Wir sollten uns vielleicht an den Händen festhalten, damit wir uns nicht verlieren. Ich möchte hier nicht alleine sein. Wer weiß, was in diesem verrückten Haus als nächstes kommt. Thank you.
Ja, wer weiß, was in diesem mysteriösen Anwesen noch lauert. Und wo ist das verschollene Crewmitglied? Die gewaltige Halle, deren Ausmaße in der Dunkelheit kaum abzuschätzen sind, scheint sich im stroboskopartigen Blitzlicht zu einem riesigen Dom zu weiten. Allgemeine Angespanntheit macht sich breit. Vorsichtige Schritte, vorsichtige Gedanken. Immer noch ist nichts zu sehen, doch man spürt es. Die gespenstische Atmosphäre wandelt sich. Die geisterhaften Klänge ändern sich. Es liegt etwas in der Luft. Das klingt spacey. Das klingt nach live. Da, ein Spotlight. Jetzt kommt hier auch etwas Stage-Feeling auf. Und auf den Spiegeln an den Wänden erkenne ich die verschiedensten Lebensstationen von Michael. Mich erinnert das gerade alles total an History. Wie aus dem Nichts erscheint hier ein ganzes Band-Equipment. Ich könnte schwören, dass das hier eben noch nicht stand. Club, Jukebox, Platten, mir egal, Schlagzeug, was weiß ich. Ich gehe mal direkt am Schlagzeug. Nicht schlecht, Leute. Mal sehen, was die Gitarre hier kann. Spacey! Komm, Jenny, wir zeigen denen mal, wie das geht. Ich nehme mir den Bass. Nicht schlecht, Pia. Dann versuche ich mich mal am Keyboard. Ich glaube, ich probiere da mal was aus. Achtung, 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 bitte. Ah ja, okay, das verstehe ich. Okay, Leute, macht einfach mit. Okay. Leute, aber sind wir nicht eigentlich hierher gekommen, um Matthias zu suchen und am besten auch zu finden? Da bin ich tatsächlich deiner Meinung. Wobei wir auch nicht wissen, ob er jetzt tatsächlich hier ist. Genau. Und niemand weiß, wo er jetzt tatsächlich ist. Da wartet schon die nächste Überraschung auf uns. Nebel, der hat uns gerade noch gefehlt. Und Schwarzlicht. Na toll, da fühle ich mich schlagartig wieder unwohl. Es fehlt eigentlich nur noch Gewitter.
Was meint ihr? Hat sich alles wieder beruhigt? Hey Leute, die Tür nach draußen, die ist offen. Und da steht jemand. Und der lacht sich einen Ast ab. Ist das der werwölfige Hausverwalter? Ich tippe auf Matthias. Wie wäre es, wenn wir einfach mal rausgehen und nachsehen? Hi Leute, alles klar bei euch? Ja, wie man's nimmt. Was war das? Was ist das hier? Moment. Aha. Kai wollte doch, dass ich was für uns zu Halloween kreiere. Aha, ja klar, das erklärt's natürlich. Sorry Leute, die Geister, die ich rief. Aber was hast denn du da überhaupt in der Hand? Ach das? Ja, das ist eine merkwürdige Geschichte. Auf dem Weg hier zurück in die Halle zu euch schwebte mir dieses Buch regelrecht in die Hand. Ich erkenne doch das Cover. Das ist das neue Buch von Alex Gernert, glaube ich. Hey, Moment mal, habt ihr den nicht nächstes Mal zu Gast? Auf jeden Fall. Echt? Verrückt. Hey, cool, da freue ich mich drauf. Mhm. Tja, dieses Haus hier steckt einfach voller Überraschungen. Aber mal im Ernst, hatten wir nicht eine gute Zeit hier? Tja. Hallo? Ja, doch schon. Entschuldigung, was meint ihr? Ist das gruselig? Das war das Halloween 2022 Special des Michael Jackson Podcasts. Geschrieben von Matthias. Abgemischt von Kai. Gesprochen von Matthias als Hausverwalter sowie von Jenny, Pia, Jonas, Kai, Matthias und Tim als sie selbst. Inspiriert von Michael Jackson. Dedicated to the King of Pop. Und hier noch einige Outtakes. Schon lustig, die gemauerten Wände erinnern mich an das... Soll ich schreien wie bei wie Ola Ray in Thriller-Video oder wie soll ich schreien? Ganz, ganz, ganz mieses Gefühl. Genau, wir sind ein Crew. Ah, oh, das war scheiße. Okay. Das kann ich. Ich habe zu viel Thriller geguckt. Ich habe mir zu oft Ola Ray angeguckt. Warte mal kurz, ganz kurz. Hier steht jetzt gerade Warnung. Die Aufnahme war mit Samples über 0 dB zu laut in Rot. Sie kann verzerrt sein, wenn Sie eine Datei gespeichert haben. Verringern Sie den Aufnahmepegel. Die Frage ist nur, wie wieder... noch ein Schluck von meinem Kaffee. War klar, Tim. Irgendwie... Ach, nee, das war falsch. War ja klar. Was ist das denn? So viele Skelette hier. Was kommt da aus dem Boden gefahren, Erster? Ziemlich bekloppt, ich gebe es ja zu. Nichts für ungut, Leute. Aber sind wir nicht eigentlich hierher gekommen, um Matthias zu... Matthias. Und? Schwarzlicht? Was? Fandst du nicht gut? Wow. Das ist so dämlich, irgendwie. Sorry. Das ist bescheuert. Okay, neuer Versuch. Komm, Jamie. Was hab ich gesagt? Ich glaube, das schicke ich dir nicht. Das ist selbst mir zu peinlich. Wie geht's denn dir eigentlich? Hast du das Chaos vor ein paar Tagen mit der Technik verdaut? Wo ist eigentlich mein Text? Ich habe den gar nicht gelesen. Das ist ein Quatsch. Wie geht's dir eigentlich? Hast du das Chaos mit der Technik verdaut von letztens? Oh Gott. Alles durcheinander. Okay, passt. Haben wir im Kasten, danke. Das war's. Can you hear it? Ha 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 ha
Ja, hallo? Hey, Kai. Hey, Matthias. Du, mir ist noch was eingefallen. Ja? Bei meinen Fantasy-Hörspielen auf motofanfiction.de haben wir schon das ein oder andere Mal noch einen Hidden Track eingebaut. Hidden Track? Okay, und wozu? Ja, entweder kam nach einigen Sekunden Stille noch eine kleine Szene oder wir haben ein wenig Werbung gemacht. Und genau das schwebt mir für das Halloween-Special vor. Werbung? Wie meinst du das? Ja, zum Beispiel für Jonas Kanal. Ach so, ja, stimmt. Das müsste MJ-Willemir auf YouTube sein oder MJ.Willemir auf Insta, oder? Ja, oder für den Malibu-Fanclub auf Facebook oder jetzt auch wieder auf Instagram unter @malibu_MJ-Fanclub. Ja, genau. Und Pia heißt auf Instagram _FrauTierlieb. Ja, und ganz wichtig natürlich, wie am Ende jeder Podcast-Folge, wenn du dann immer nochmal auf alle Kanäle und Accounts hinweist. Ja, das ist ja nur MJJ Reviews auf YouTube und auf Insta sind wir @der_MJ_Podcast. Klasse. Unterlegt das Ganze doch am besten noch mit dem schönen Schluss von This Place Hotel. Den Song haben wir nämlich beim Hörspiel ganz vergessen. Stimmt, ja, kein Problem. Eat this.